Schönen guten Abend, das ist das nächste Let's Play Nummer 25, 24, wahrscheinlich 24. Und zwar befinden wir uns wieder in meiner kleinen eigenen Minecraft-Welt und die Frage, die ich mir eben gerade stellte, geht die Sonne unter oder auf, wird jetzt auch schon instantan beantwortet. Sie geht natürlich unter. Genauso nach unten wie die Framerate, weil das ist eine ganz, ganz besondere Aufnahme. Davon abgesehen, dass ich hier überall wieder runter... Ich verkugel mich wieder. Verkugeln war, glaube ich, der Fachterminus. Warum ist denn das hier eigentlich noch drin? Komisch. Ja. Auf jeden Fall verkugel ich mich wieder. Also krach wieder runter, da ich nicht runterkrachen will. Und die Framerate ist abgrundtief. Tief. Dammit. Aber immerhin habe ich mir unten eine Pfütze gebaut. Bis ich oben ankomme, ist bestimmt schon wieder Tag. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Und wir hören ein wenig Ambient, Electro, whatever. From Portugal. Und zwar Flambatz. Mit dem Album Indigo. Wieder freundlich zur Verfügung gestellt von Jamendo.com. Die Seite, auf der man schöne Musik findet, die nicht unbedingt normalen Verkaufskriterien unterliegt. Anzumerken wäre noch, dass ich beim letzten Mal hatte ich ja Musik drin und ich dachte ja, die wäre so auch komplett frei und alles wäre schick. Aber dem war leider nicht so, musste ich jetzt im Nachhinein feststellen. Also auf jeden Fall bin ich immer noch davon überzeugt, ich habe recht. Aber YouTube meint, irgendjemand anders besäße die Rechte an der Musik, die ich verwendet habe. Jetzt müssen wir mal gucken. Hab mal Beschwerde eingelegt. Kann man ja durch ein paar Mausklicks so sagen. Ey... Wisst ihr was? Hey, ich war beim letzten Mal fast durch die Wand durch. So ein Scheiß. Ich habe aufgehört zu buddeln, weil ich mir dachte, ach, das dauert noch ewig und 3 Tage. Naja. Was soll's. Dann dauert's eben nicht ewig und 3 Tage. Das sollte mir... Ach, nee. Jetzt geht ja alles kaputt mit der Zeit. Hui, was für schöne Musik. Also alle, die die Let's Plays bis zu diesem Punkt noch nicht komplett gesehen haben, für die tut es mir jetzt leid. Wir spoilern jetzt quasi live. Diese Aufnahme wird dann heute Nacht noch online gestellt und steht morgen wirklich, wirklich, wirklich zur Verfügung für all diejenigen, die uns nur bei YouTube folgen. Naja, die Framerate ist wirklich ein Keller. Aber was soll's. Müssen wir halt durch. Aber ich sagen, auch an dieser Stelle ist es wieder sehr, sehr schöne Musik. Ja, ich bin da. Black Force. Aber ich muss ja irgendwie mal mein Let's Play hier voranbringen. Und 2 Sachen zur gleichen Zeit kann ich mir aktuell nicht leisten. Und weil ich das nicht kann... Also 2 Sachen parallel machen. Mache ich sie einfach zur gleichen Zeit. Boah, nein. Also ich habe nicht genügend Zeit, um halt ein Let's Play zu machen und gleichzeitig noch zu casten. Deswegen... Jetzt der Versuch, das Let's Play und den Cast unter einen Hut zu kriegen. Indem wir einfach im Cast ein Let's Play erstellen. Mit schöner Musik. Und wer es noch nicht kennt, youtube.com/users, User und dann /Mugartus. Da findet ihr mich, beziehungsweise dieses Let's Play. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gerade in die, ich kann nochmal nachgucken. In die 24. Folge, eigentlich 25. Wir haben ja bei 0 angefangen zu zählen, weil wir so elitäre Drecksäule sind.
ja. Über 5 Stunden Videomaterial, also für alle, die Entzugserscheinungen von der Planlosigkeit in Klötzchenform haben, es gibt sie jetzt in anderer Form. Tja. Ach ja. Die Musik ist schöner. Nö. So, wir machen hier drin dann auch nachher nochmal ein paar Aufnahmepäuschen. Wie wir es ja gewohnt sind. Also das, ich muss ja sagen, ich habe das Genre Let's Play für mich neu entdeckt. Neu entdeckt aus dem Grund, weil man kann da so viel Pausen machen, man hat da Zeit. Und sind nicht mal Leute. Da, mit denen man interagieren muss. Und ja, der Cast heute bislang war ein bisschen chaotisch, deswegen bringen wir jetzt ein bisschen Ordnung rein. Wir formen jetzt einen Berg um. Minecraft, wie man es sehen will. Kann ja neu runterwachsen hier. Mistzeug. Ja hier nur ein bisschen Platz machen, weil es ist ja immer noch der Plan hier, dann eine große Herde aus Schafen und Kühen anzulocken und rüber zu bringen zum Haupthaus. Ich muss das hier alles so ein bisschen natürlich daherkommen, also so ist jedenfalls der Plan, die Natürlichkeit des Seins hier zu betonen. Naja. Mal gucken, ob die Leute meckern. Ja. Danke, Kriel. Dass du Scream guckst. Ich weiß nicht, ob du auch schon meinen YouTube-Channel entdeckt hast. Du warst ja bestimmt da, als ich eben schon darüber faselte. Ich kann an dieser Stelle gerne noch einmal darauf hinweisen, dass es ihn gibt. Und dass da jetzt mehr rumliegt als ein Trailer. Yay. Ach, nein. Ja, und alle auf dem Server fühlen sich ja wohl in so einem Pudel munter. Wir hatten ja vorhin auch schon mal ein bisschen TS dabei und so. Die Leute haben sich geprügelt. War alles sehr spaßig für seinen Zeitraum. Vor allem ihr wart unterhalten, während ich mal wieder nicht da war. Ist ja immer so, ich brauche immer eine Stunde, um warm zu laufen. Wenn ich dann warm hier laufen bin, dann erzähle ich auch mal wieder was. Aber vorher lasse ich die anderen einfach nur im Kreis rennen. So ist das. Und da diese Stunde jetzt vorbei ist, können wir ja mal mit was anderem anfangen. Außerdem müssen wir hier jetzt sowieso ein bisschen anders vorgehen. Wir müssen die Sache ein bisschen anders bauen hier. Ein bisschen breiter machen. Weil ich muss rüber zur großen Wiese. Also hier hinter ist so eine große Weidefläche. Ich weiß nicht, ob er. Also das hat man in den letzten Let's Plays, haben wir sie entdeckt. Und da geht's jetzt hin. Warum die Moderation heute so anders ist, zu sonst, kann ich auch nochmal erklären, wer es noch nicht mitbekommen hat. Zum einen ist es ein Let's Play, zum anderen ist es ein Livecast. Von daher gehe ich ein bisschen auf das ein, was nebenbei im Irk passiert. Froh ist auch mal wieder so freundlich und versorgt die Leute mit den Informationen, die sie brauchen. Der Kerl ist einfach zu gut für diese Welt. Er hat uns ja auch im letzten Kommentar zum vorletzten Cast, also Nummer 22, real gerechnet 23, erklärt, wieso das Fischen so ist, wie es Fischen halt ist. Also welchen Bedingungen es unterliegt. Hat er uns erklärt. So. Oh, hier in dem Berg versteckt sich irgendwo ein Zombie. Das ist uns jetzt eigentlich auch egal. Eigentlich reicht das doch hier, oder? Wir können es dann im Zweifelsfall noch ein Klötzchen weiter abtragen. Ach, machen wir das gleich mal. Können wir ja hier nochmal so ein bisschen mit Überhang arbeiten, ne?
sowieso gleich wieder Nacht. Die Situation so hier einschätze. Da müssen wir dann eh gleich wieder versuchen, nach oben zu gelangen, um pennen zu gehen. Oder wir bauen uns einfach noch ein Bett für unten oder so. Ja, und diese Welt ist nicht online. Sie ist extrem offline. Nur auf meinem Rechner. Zu Hause. Also sie ist nicht einsehbar. Im Gegensatz zur Kuba-Welt, die es ja auch noch gibt, die auf dem Server liegt, wo wir eigentlich auch mal wieder unterwegs sein müssten, aber aktuell fasziniert mich diese Offline-Variante viel mehr, weil man kann sie mitnehmen. Das ist so cool. Also auch für den nächsten Urlaub könnte ich im Urlaub Let's Plays generieren, erzeugen und sie dann nach dem Urlaub hochladen. Wie pervers ist das denn? Also ich finde es ziemlich pervers, aber auch ziemlich cool zugleich. Offline hat auch was. Ansonsten gibt es ja nicht viel in der Welt. Frankreich ist immer noch dabei zu wählen, glaube ich. Also am Wochenende wurde ja gewählt und so. Weiß nicht, gibt es denn Gesprächsthemenvorschläge? Ich könnte ja euch was erzählen. Was wollt ihr denn hören? Und ja, alle, die mich ansprechen, schreiben bitte ein Mu dazu, weil dann wird es bei mir so schön highlighted, dann finde ich es schneller. Dann klappt es so mit einem Blick zur Seite, was ihr sagen wollt. Und nein, das ist hier kein Abklatsch von dem, was Gronkh tut mit Twitter. Das ist total anders, weil wir benutzen ein komplett anderes Protokoll. Wir machen das total mit IRC und so. Wir sind so lead. Das glaubt man gar nicht, wie lead wir sind. Hä? Lead? Was ist denn das? Nein. Hier habe ich es mal gesagt. So. Da grunzt schon wieder der nächste Zombie. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich will das hier nicht so komplett machen. Eigentlich reicht das doch so. Jetzt hier oben drüber noch ein bisschen natürlichen Verlauf reinhauen. So. Ja. Dann wirkt so ein bisschen natürlicher gewachsen die Höhle. Hier so ein bisschen was kaputt machen. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall schön durch. Da scheint auch schon wieder der Mond helle. So. Müssen wir nur noch schaffen, durch die Tür zu gehen. Ist alles gut. Mautz. Na, kleines Kätzchen. So. Wieder auf dem Weg nach oben zum Bett. Ach, ist das wieder anstrengend. Seht ihr, schon wieder bin ich runtergekracht. Verkugelt habe ich mich schon wieder. Verkugelt. Ich bin ja fremdsprachenaffin, also lerne ich auch das Österreichische. Verkugelte ich mich also wieder. Wie jedes Mal. So, guten Nächtle. Rede über Dubstep. Sehe ich gerade. Über Dubstep reden. Was gibt's über Dubstep zu erzählen? Eigentlich gab es das ja schon länger, bevor es einen Namen hatte. Es ist ja so eine Abart von Techno. Also die ursprünglich gehen bestimmt musikhistorisch auf, weiß ich nicht, afrikanische, hast nicht gesehen, Trommler, ureingeboren, Habla zurück. Aber so in unserem Kulturkreis könnte man ja durchaus davon reden, dass es vom Techno herrührt und abstammt. Ja, jetzt bin ich jetzt kurz. Das Holz ist natürlich in die komplett falsche Kiste. Miauz. Ach, das ist nicht ein putziges Kätzchen. Ja, könnte man davon sprechen. Man kann es aber auch sein lassen. Also, so insgesamt ist ja Dubstep jetzt nicht so die neue Erscheinung, finde ich jedenfalls. Das ist einfach nur ein bestimmtes, also es differenziert sich ja immer weiter aus, die Musikbranche. Muss sie ja auch. Sie muss sich ja quasi auch alle paar Jahre neu erfinden. Weil die Helden von damals sind nicht die Helden von heute.
Und Dubstep ist nur der nächste Ausdruck dessen, etwas, was schon immer da war, einen neuen Namen zu verpassen und auch ein bisschen eine andere Farbe. Ich gebe es dazu. Nein, von Elektro. Aha. Wo kommt Elektro her, mein Freund? Und Kupferstecher. Das waren die 90er. Ich war dabei. Ach, mein Gott, bin ich alt. Dubstep kommt nicht von Techno, es kommt von Elektro. Hm? Ach, ist das geil. Mein Gott, seid ihr alle jung. Ja, ja, ja. Das kommt alles irgendwo her. Was wir jetzt hören, ist ja auch, warte mal, wie beschreiben jetzt die Künstler selber? Es ist Techno Electronic Chill aus Progressive Tech Dubstep. So sehen sie das selber. Also an diesem Füllhorn an Beschreibungen, die irgendwas sehen, sehen wir, dass sie nichts sehen. Also sie wissen selber nicht genau, was sie da machen, aber es klingt auf jeden Fall sehr angenehm und kurzweilig. Ach, so schön. So viele Melonenstückchen. Das ist eigentlich auch schon wieder gut, ne? Wächst aber jetzt hier auch wie Unkraut. Oh, diesmal genau 9. Ist ja schön. Jetzt ein bisschen. Wie verhält sich das denn mit dem. Wie verhält sich das denn hier mit dem Getreide, das wächst? Unterliegt das auch irgendwelchen Randoms oder ist das irgendwie vorher festgelegt? Ach, das mit den Melonen finde ich toll. Ich meine, dass die immer wieder wachsen, ist so toll. Man muss gar nichts dafür tun. Echt angenehm. Was hältst du von Erich Kästner und anderen Expressionisten? Ja. Raiden, ja, ich auch. Warte mal, ich muss das mal... kurz nachvollziehen, was ihr alles geschrieben habt. Weil ich ja doch primär auf den großen Monitor gucke, auf den das Minecraft läuft. Ah, danke. Nö, hast du nicht. Also ich weiß zwar nicht, was Erich Kästner mit Expressionismus zu tun hat, aber du wirst es uns sicherlich gleich erklären und ich werde den Vortrag hier auch wiederum vortragen zeigen. Erich Kästner ist ja eher Emil und die Detektive. Könnte ich jetzt auch draus rezitieren, steht hinter mir in der Bücherwand. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Was er allerdings mit dem Expressionismus zu schaffen hat. Also ich weiß, dass er ungefähr in der gleichen Zeit gelebt hat wie die Expressionisten. Expressionisten waren, glaube ich, meiner Meinung nach, Dali müsste doch so Expressionismus sein, oder? Das ist dann 1900... Ach mein Gott. 1900x. Ja, das ist doch... Warte mal... Dali. Der lebte noch bis in die 80er, also müsste es so in den 40ern sein, 30er, 40er. Da war schon 1920 rum. War es eine Reaktion auf den Weltkrieg oder davor? Ich glaube, es war sogar schon davor, gab es sie, ne? Zum Tippen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Dali war auch Expressionist, aber ich bin mir nicht sicher. Da müssten wir Nancy jetzt wecken, die kennt sich da deutlich besser aus als ich. Kunst ist ja nicht so meins.
Ist ja eher ihr Thema. Ist ja begeisterte Galeriegängerin und so was. Wo ich mich einfach an ein bisschen hausgemachter elektronischer Musik freue und auf virtuelle Klötzchen einschlage. So. Aber der Zaini hat ein Referat drüber geschrieben. Ist nicht schön. Über Erich Kästner und seinen Bezug zum Expressionismus. Ach, Froh ist immer gleich zur Stelle, wenn man ihn braucht. Hallo Lavi, hallo Lavi. Ach, so muss ich wahrscheinlich in 30 Sekunden wieder. Ah, es wird gerade gefragt, ob ich einen auf Gronkh mache. Nee, meine ich. Ich beschäftige mich bloß, während ich hier sinnfreie Dinge tue. Wie durch den Berg hauen. Weil im Gegensatz zu Gronkh, wo das Minecraft ja nicht im Vordergrund steht, ist es bei mir an erster Stelle. Nein, stimmt gar nicht. Ich gucke den ja selber. Und ja, vielleicht mache ich ein bisschen einen auf Gronkh, das kann schon sein. Die Interessenlage ist ähnlich. Klötzchen hauen und labern. Das haben wir auf jeden Fall gemein. Wobei ich nie etwas machen würde mit dem Titel Super Homies. Das ist nicht so meins. Es muss ein anderer Kulturkreis einfach sein, wo das herkommt. Verstehe ich noch nicht so. Ist ähnlich dem Expressionismus, um den Bogen wieder zu schlagen. Die Hose. Aha. Hallo, die Hose. Also ich persönlich, ich würde gerade mit Channel behauptet, dass Gronkh in seinem Minecraft immer nur rumnoopen würde. Aber nein, tut er ja nicht. Also aktuell ist es wieder sehr spannend, weil er noopt so ähnlich rum wie ich. Das ist toll. Das war sehr angenehm für mich, herauszufinden, dass auch der große Altmeister des Minecraft wieder vergessen hat, wie man die grundlegenden Dinge des Lebens craftet. War für mich ein hebender Moment, als ich das gesehen habe. Um einfach festzustellen, hey, du bist nicht alleine so blöde. Das ist ja eigentlich nur das Gefühl, was man haben möchte. Man möchte nicht der einzige Idiot auf diesem Planeten sein, ist man ja schon glücklich. Andere wollen es ein bisschen größer, ein bisschen konkreter. Aber auch denen kann geholfen werden. Und ihr seht, ich habe immer noch die Inventory-Tweaks an. Das als kleine Hilfe. Ich hoffe. Also vor allem, ich muss mich ja nicht ständig rechtfertigen. Also das ist mein großer Vorteil noch. Die Gemeinde ist noch klein und es ruft nicht ständig einer Cheater in den Raum. Weil das fand ich in den letzten Streams, er macht ja Casts, ein bisschen schade, dass er sich fühlte, rechtfertigen zu müssen dafür, dass er fliegt oder andere Dinge tut oder rennt mehr, als es ihm die Engine erlaubt eigentlich. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass er sich da, genau. Zeilen macht es gerade vor, wie man Cheater schreit. Der Mann, der ohne Flugmodus nicht ein Gebäude gebaut kriegt, schreit Cheater in den Raum. Das ist halt... kompliziert manchmal im Leben und auch anderswo. Aber erstmal bauen wir hier weiter in unserem Tunnel, dem Tunnel in die Freiheit. Beziehungsweise für die Viecher, die wir auf der anderen Seite dieses Tunnels einsammeln, in die Gefangenschaft. Das ist halt die Ambivalenz des Lebens. Es ist halt komplizierter, als es zu Anfang scheint.
Ja, nee, also so viel zu Gronkh. Noch weitere Themen. Also bei Expressionismus und Erich Kästner konnte ich ja nur Oberflächliches erzählen. Wollen wir nicht mal über beinharte Männerthemen sprechen, wie zum Beispiel, ach keine Ahnung, Mehrfachvererbung in Wolfsrudeln oder so. Genau. Das wäre auch mal ein Thema für uns. Bisschen Genetik oder so. Aber bestimmt auch Experten für anwesend. Wo sind die Minecraft-Genetik-Experten? Wo sind sie nur? Wo sind sie? Ja, genau, Cheater. Ja, da sind sich wieder alle einig. Draußen ist schon wieder dunkel. Aber ich habe irgendwie gut ausgeleuchtet. Also mir ist jetzt bis jetzt noch nichts Arsch. Krabbelt. Das ist doch mir ganz froh drüber. Ah, ich muss gleich noch Dörte holen. Das reicht nicht mehr. Aber die Lieder hier haben auch immer so eine solide Länge von 7 Minuten, ey. Echt schön. Ist halt der Vorteil von elektronischer Musik. Da muss keiner singen die ganze Zeit. Und so. Und dadurch ist es halt viel einfacher. Mal, ich nehme mal hier den Dirt wieder raus. Das ist scheiße. Ich habe da eine bessere Idee. Wir holen gleich mal den wunderschönen Kies, auch Gravel genannt. Kryel? Kryel? Kryel. Ich soll mal Kryel sagen, dann sage ich doch mal Kryel. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Leute hier ausgesprochen werden. Wie Lavi, den ich seit Jahr und Tag falsch ausspreche. Dafür durfte er auch auf dem Server. Was? Geschlechtsumwandlung. Geschlechtsumwandlung in Klötzchenform. Möp, 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 möp. Aha, was war denn davor noch? Warte mal. Wir können auch gerne darüber reden, warum ich weniger SC2 spiele. Ihr wisst doch, ich bin alt. Ich habe jetzt quasi schon, ich stehe kurz vor der Rente gefühlt, jedenfalls was SC2 angeht. Deswegen spiele ich es nicht mehr. Ist mir einfach zu nervig geworden alles. Aber ja, irgendwann werde ich auch wieder SC2 spielen, wenn es nicht mehr in ist und nicht mehr hip. Dann entspricht das wieder mehr meiner Altersgruppe. Ich habe ja auch noch Blue, falls ihr euch erinnert, der uns Dreckbuddler.de gesponsert hat und gekauft hat. Der hat von mir auch noch einen ganzen Packen. Wir spielen gemeinsam SC2 Gutscheine. Bis jetzt auch noch nicht einlösen konnte. Gut, das liegt jetzt auch ein bisschen an ihm. Zwei Kinder. Die machen noch hin und wieder mal Rebä. Aber, naja. So, das ist doch eigentlich schön hier. Unser Weg rüber in den anderen. Ach nein, ich brauche kein Coaching. Wirklich nicht. Nein, nein. Ich brauche kein Coaching. Überlegt bloß, wie ich jetzt die Pause hier drin unterbringe. Aber eigentlich müsste ich ja die Musik währenddessen ausmachen, damit ich danach wieder nahtlos weitermachen kann. Nö. Nee, also so viel zu SC2, warum ich weniger SC2 spiele. Aktuell fasziniert es mich einfach nicht mehr so, wie es das mal tat. Das ist der banalere Grund, den ich nennen kann.
bin halt aktuell wieder in Hochform, was die Klötzchen angeht. Das macht mir gerade wieder mehr Spaß. Vor allem in Form dieses Let's Plays hier. Das ist halt schön. Tiny möchte, dass ihr ihn findet und sein Let's Play abonniert. Aber müsst ihr ja gar nicht. Ihr könnt ja einfach meins abonnieren und dann reicht das ja eigentlich auch schon. Ja, stimmt. Ich muss noch Kryel muss ich noch mal interviewen, wie er dann auf uns kam und so weiter. Das muss ich auch noch machen. Das steht auch noch aus, was so alles noch aussteht, Mann. Hast ja mehr mit zu tun, als du schaffst, ne? So, die Feuersteine kommen da rein. Den Zeugen habe ich auch noch bei. Falls ich denn irgendwas ganz schnell einzeugen muss. Habe ich... Ah, okay. Habe ich eine Lust habe, eine Folge bei euch zu sein. Wenn diese Folge irgendwann dann stattfindet, wenn ich gerade mal Zeit habe, können wir drüber nachdenken. Denke ich, wie ihr so zeitlich gestellt seid. Bei mir ist es aktuell eher knapp bemessen alles. Ich ringe mir vom Hungertuch, nein, wie sagt man da? Ich spare mir vom Leib ab diesen einen Mittwochabend, an dem wir gemeinsam was machen. Und hin und wieder versuche ich jetzt auch zwischendrin nochmal. Ah, ich dachte, da will mich was anschauen. Ah, da! Da ist er! Den habe ich eben gehört. Zombie. Ja, hin und wieder ist dann auch mal so, dass ich jetzt doch mal ein Let's Play aufnehmen kann. Aber Let's Play ist halt auch angenehm, ne? Also so zeitlich für mich. Weil das kannst du irgendwann machen, da muss nicht irgendwer anders da sein, muss man keinen Termin einhalten. Das ist schon anders. Vor allem ist es auch zeitlich beschränkter. Also mit halt 30 Minuten oder so. Das hier wird wahrscheinlich die Folge, was sagte ich vorhin, wo sind wir jetzt? 24? Also eigentlich 25 und 26 werden, weil wir werden jetzt eine Stunde diese schöne Musik hören können und in dieser Zeit werden wir hier auch weitermachen. Wobei mir noch nicht klar ist, wie ich die Pausenunterhaltung für euch gestalte. Aber das wird uns spontan einfallen, denke ich. Da sind wir ja immer schon kreativ gewesen. Früher gab es viele Demos in TV. Hatte ich übrigens gestern Abend auch mal wieder ausgegraben, aber es hat mal wieder nicht funktioniert. Ach, ich könnte mal öfters im Skype online sein. Wenn ich immer... schau mal, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn man immer überall online ist, also zu jeder Tages- und Nachtzeit, in Skype, im IRC und überall, weißt du, was man dann hat? Hat man am Ende gar keine Zeit mehr für irgendwas, weil man ja immer nur noch online ist. Dann immer nur so Themenhopping betreibt. Wie scheiße wäre das denn? Aktuell sieht mein Tagesablauf halt eher vor, nach Hause zu gehen. So. Ich nutze die Gelegenheit und mache eine Pause. Pause heißt für euch, ihr könnt jetzt... Also, warte mal, ich mache jetzt erstmal hier Pause.